In diesem Video backe ich mit dir eine Brötchensonne. Ein Weißbrot mit einem guten Anteil Roggenvollkornmehl, das sehr lange frisch bleibt, super schmeckt und sich perfekt vorbereiten lässt. Auch die Zubereitung ist super einfach, aber wir bedienen uns ein, zwei kleiner Profi-Tipps, die das Brot noch bekömmlicher und besser machen. Wir kneten einfach den Teig ca. 10 bis 12 Minuten von Hand oder mit einer Maschine und wenn er fertig ist, geben wir ihn in eine leicht geölte Teigwanne oder eine Schüssel, damit er sich dort entspannen kann. Nach etwa einer Stunde müssen wir den Teig dehnen und falten. Das klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Einfach den Teig mit feuchten Händen hochheben, sodass er gedehnt wird. Dann legen wir ihn wieder zurück. Das machen wir 2-3 Mal und man spürt sofort, wie das Gluten im Teig sich zusammenzieht und für eine tolle Teigstruktur sorgt. Als nächstes bereiten wir uns eine Pfanne oder eine Auflaufform vor und legen diese mit Backpapier aus. Dann geben wir den Teig auf eine Arbeitsfläche und teilen ihn in 90 Gramm große Portionen auf. Es ist egal, ob es 90 oder 100 sind, aber alle Portionen sollten gleich groß sein. So sieht unsere Brötchensonne am Ende viel schöner aus, weil alle Brötchen gleich groß sind. Nun geht es ans Formen. Das ist ein bisschen gefinkelt, wenn man es noch nie gemacht hat. Aber im Prinzip nehmen wir einfach die Enden und falten sie alle zur Mitte hin. Macht man das ganz oft, dann baut man erneut eine tolle Glutenstruktur auf und wir bekommen richtig straffe, aber fluffige Brötchen. Das machen wir so lange, bis alle unsere Brötchen fertig sind. Dann wälzen wir die Brötchen zuerst in Wasser und dann in Saaten, Sesam, Leinsamen, Haferflocken, was euch schmeckt. Die Brötchen schlichten wir dann in die Form. Nicht zusammenquetschen, denn sie gehen noch sehr stark auf beim Backen. Und jetzt kommt der Clou. Wir geben die Brötchen nicht einfach in den Ofen, wenn sie aufgegangen sind. Nein, wir packen sie in einen Plastikbeutel ein. Dann geben wir sie in den Kühlschrank. So haben sie viel länger Zeit, um aufzugehen und es entwickelt sich ein extra tolles Aroma. Der Vorteil? Du kannst sie dort für 8 Stunden, 10 Stunden bis zu 24 Stunden reifen lassen. Erst dann schieben wir sie bei 250 Grad Celsius Ober-Unterhitze in den Backofen und backen sie richtig knusprig aus. Das macht diese Brötchensonne einfach unvergleichlich. Super knusprig außen, sehr, sehr fluffig innen mit einem wunderbaren Aroma. Ein echtes Alltagsbrot, das man einfach nur lieben kann. Einfache Zutaten, flexible Zubereitung. Genau so muss ein Alltagsbrot sein. Ich wünsche dir viel Freude beim Nachbacken und lass es dir schmecken.